Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von ASA. Es hat ein, ein Update ist es gar nicht. Es gibt eine neue offizielle Mod. Und zwar, wir hatten beim letzten Mal ja gesagt, es gab dieses fette Update und wenn man genau hingeguckt hat, hat man gesehen, dass hier hinten ein neues Explorer-Node dazu gekommen ist. Mal abgesehen von den Fragezeichen haben wir jetzt hier auch ein Schloss. Und zwar sind das nämlich Bob's Tall Tales. Die fangen tatsächlich jetzt an, ohne großartige Vorankündigung, was ich ziemlich cool finde. Und zwar nennen die sich diese Explorer-Notes Dear Jane, also liebe Jane. Und darin erzählt Bob seine Ankunft hier auf The Island an seine Jane, wer auch immer das ist. Das werden wir vielleicht erfahren. Und die haben gesagt, dass es diese Mod, dieses Event, wird es jetzt geben. Also von jetzt an. Für mich ist jetzt Donnerstag der 21. Also 21. März. Jeden Dienstag und Donnerstag bis zum 11. April. Was auch immer dann passiert, vielleicht kommt dann ja auch erst Scotch Earth raus, kann ja sein, und dann geht es da weiter oder so, keine Ahnung. Das wären also insgesamt 7 Stück. So, jetzt kann man, wie gesagt, ein einziges finden und ja, okay, ich war neugierig, ich wollte wissen, was es damit auf sich hat, weil ich hatte irgendjemanden verstanden, der ist ins Spiel gegangen und dann hat er irgendwie gleich eine Benachrichtigung dazu gekriegt. Und da ich das nicht bekommen hatte, wollte ich nachgucken, wie man das denn feststellt, wo diese Tall Tales stattfinden. Und da habe ich gesehen, wo das auf der Map sein soll. So, und damit es nicht so allzu schnell geht, machen wir das hier mit unserem neuen Gigantoraptor. Den habe ich mit Hilfe von Rex-Eiern gezähmt. Mal konnte ich 2 Emotes machen, mal einen, je nachdem, wie lange unser neuer Gino hier gebraucht hat, bis er wieder zum Nest zurückgekommen ist. Es funktioniert ja jetzt tatsächlich nicht mehr, dass man die Eltern einsperrt. Ich habe dem auch schon mal eine Feder ausgerupft. Funktioniert nicht mehr, dass man die Eltern einsperrt, dann lassen sich die Babys nicht zähmen. Und sie haben zwar gesagt, dass man die Gigantoraptoren-Küken ausschließlich mit einem Gigantoraptor claimen kann, wenn man die Eltern tötet. Aber ich glaube, nur dann, wenn der ausgelevelt ist. Irgendwie sowas. Also es ging jedenfalls nicht. Ich habe es nämlich zuerst bei einem Low-Level probiert und da ging es definitiv nicht. Und genau, jetzt habe ich den halt auf die ganz, ganz herkömmliche Art und Weise gezähmt. Und das ist jetzt auch nicht völlig unmöglich, das kann man schon mal machen. Ne? Man wirft halt ein Ei raus, wenn das Elterntier sich dafür interessiert, huscht man schnell ins Nest. Und je besser das Ei ist, also je größer, je länger es dauert, das zu essen, desto mehr Zeit hat man natürlich, um mit dem kleinen Gigantoraptor die Emotes zu machen. Ja, und dieser hier war tatsächlich 145, was mega cool ist. Es gibt hier in der Nähe noch einen, der ist, ich glaube, 125 und wäre ein Weibchen. Das wäre dann das beste Weibchen, was wir haben. Aber ja, also natürlich wären 150er nicht schlecht. Aber egal, um die soll es heute nicht gehen, denn wir wollen ja Bobs Explorer Notes finden, Dear Jane, den ersten Teil. Und da scheint es eine Art Videosequenz zu geben, zumindest habe ich es so verstanden, die man sich dann angucken kann. Genau. Und was ist... ist interessant, dass hier der Bodenbelag einfach verschwindet und jetzt kommt er wieder zurück. Faszinierend. Jetzt wächst da langsam das Gras an der Ecke nach. Okay. Ja, wir sind offenbar schneller, als die Ladezeit erlaubt. Was habe ich in der Zwischenzeit gemacht, außer dass ich den hier gezähmt habe? Ich habe mir auch nochmal einen Spinosaurier gezähmt. Der war jetzt nichts Besonderes, war nur Level 70, aber war der Beste, der eben da war. Und ich habe versucht, meine Dire-Bären zu vermehren, da die besten Werte zusammenzukriegen. Da habe ich jetzt einen, der hat alle guten Werte, außer den Ausdauerwert. Würde ich jetzt sagen, okay, wenn ich nicht unbedingt auf diesem reite, kann mir das eigentlich egal sein. Und ich versuche auch, meine Deodons zu verpaaren, damit da die perfekten Tiere rauskommen. Das habe ich aber auch noch nicht ansatzweise geschafft. Und genau, das ist ein bisschen mühselig, weil bei Säugetieren, ja, da ist halt niemand, der die irgendwie von alleine aufhebt und füttert, sondern das muss ich dann schon immer noch irgendwie selber machen. Und deswegen stehe ich eigentlich die ganze Zeit nur im Stall und warte darauf, dass da mal irgendwie gute Tiere spawnen. Tun sie aber, also was heißt spawnen? Geboren werden, tun sie aber nicht so richtig. Ja, das ist das, was ich so in der letzten Zeit gemacht habe. Ich denke, dass wir vielleicht versuchen könnten, beim nächsten Mal ja, vielleicht mal ein Liopleurodon zu zähmen. Also mal so ein paar von den Spezialtieren zu zähmen. Liopleurodon ist schon was Besonderes. Und was ich auch besonders finde, ist ein Quetzal, weil man die halt nicht so ganz so einfach zähmt. Den Liopleurodon, den zähmt man zwar relativ einfach. Also es gibt ihn ganz selten, den gibt es nur so ein- oder zweimal.
Und ich glaube, der braucht nur ein Stück Honig oder so, aber man behält ihn ja auch nicht. Und wenn man den Buff von dem hat, dann ist angeblich die Qualität des Loots, den man findet, wenn man dann welchen findet, besser, als wenn man diesen Buff nicht hat. Da aber nicht einfach nur das Gleiche drin ist, nur besser, sondern einfach was anderes, ist es natürlich, mag es sein, dass es eine bessere Qualität hat, aber es kommt ja darauf an, was man braucht. Deswegen finde ich das immer schwierig zu sagen, dass was da drin ist, ist dann besser. Also ich hätte es sinnvoll gefunden, wenn die Sachen, also du guckst vorher rein ohne den Buff, da ist was weiß ich, ein lila Schwert drin und dann holst du dir den Buff, dann ist da halt ein gelbes oder ein türkises Schwert drin. Ne? Also das Gleiche in besser, aber so ist es nicht. Ja, und wie gesagt, den Ketzel, der ist ein bisschen aufwendiger zu zähmen, weil der einfach nicht landet. Ne? Das wäre dann der Versuch, den mit dem Tabajara zu zähmen. So, wir sind jetzt in etwa an der richtigen Stelle. Hier irgendwo soll sich Bobs erste Notiz befinden. Irgendjemand hat gesagt, da war gar keine Kiste. Da ging einfach die Filmsequenz los, als man an der richtigen Stelle war. Auf einem anderen Bild habe ich aber gesehen, also so ein Screenshot, da stand da ein Rucksack. Tja, und zwar war das hier an irgendeinem Baumstumpf. An irgendeinem dieser Stängel, wahrscheinlich die Ecke, an der Bob aufgewacht ist. Da befindet sich sein Rucksack. So. Wir gehen hier ganz gemütlich lang. Wir haben ja alle Zeit der Welt. Im Prinzip, da ist es ja auch schon. Da, diese kleine Tasche. Ich würde es gerne mit dem Gigantoraptor aufmachen. Tja, jetzt ruckelt das ja bei mir immer so. Hat man da überhaupt was von dem kleinen Film? Falls es überhaupt ein Film ist? Dear Jane, you're probably not gonna be seeing me around the 4th of July picnic after all. So viel zu einem Film. Es gab sure im Internet einen. Gotten around or writing before now. Because I doubt there's mail service home from wherever it is I found myself. Some tropical island and God knows where. That's not me trying to keep secrets. I figure you must have heard by now that I never made it ashore in Normandy anyway. Nope, no ratsies here. Just about everyone and everything else is trying its damnedest to kill me. Get this, there are living, breathing dinosaurs on this island. I can guess what you must be thinking right about now. Bobby's gone clear off his rocker. But I'm writing you hand on heart. Swear on my dear mama's grave. Somehow, those things are still walking around here. Just as alive as I am. Makes about as much sense as me finding this handmade camera and typewriter just lying around on the beach. But maybe these picture postcards will prove I ain't making any of this up. They do say seeing's believing, right? Anyway, I'm still trying to work it all out myself. But I promise you, I'm gonna find a way home. And picnic or not, we'll make some fireworks together when I do. I'll write you again soon, Janie. But just now, I think I hear a dinosaur clucking. Bushes. I'm so hungry, Bob. P.S. Tell Bill he still owes me that 20 from the big New Year's poker game. We ain't waiting till 1945 to collect. So viel dazu. Er hat auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Tasche, muss ich sagen. So, und mal abgesehen davon, dass wir uns das jetzt angehört haben, wie gesagt, also im Internet konnte man sich dann ein Filmchen angucken und ich hatte verstanden, da geht dieser Film los, sobald man das aufgemacht hat, aber ganz offensichtlich nicht. Was es jetzt allerdings geben soll, ist unter Cosmetics 4 neue Skins und zwar auch für euch selber. Ihr könnt jetzt aussehen, wenn ihr wollt, wie, achso, da ist ja schon ein Skin drauf, okay, ich lege das mal dahin, wie Bob. Wie Bob mit langen Haaren? Nein! Mega. Die Frisur bleibt gleich. Yeah, guckt euch das an. Wir sind jetzt Bob mit langen Haaren. Bob gesprochen von Carl Urban, also Eomer aus Herr der Ringe. Und so sieht Bob aus. Ich finde es ziemlich lustig, dass es dieses Zeichentrick-Ding ist. Das gab es ja schon mal, als sie überhaupt angekündigt haben, dass es Animated TV Series geben soll. Da gab es ja schon mal Skins, nämlich für den Parasaurier. Den gibt es jetzt wieder. Haben wir den eigentlich schon mal bekommen? Also, ja, die ganzen alten Skins sind ja irgendwie weg, ne? Aber bei Survival Evolved gab es schon mal einen Parasaurier-Skin und einen Raptor-Skin, eben aus der Zeichentrickserie.
Jetzt gibt es wieder den Parasaurier. Ich glaube, der hat aber andere Farben und einen Skin für einen Dodo. Den zieht ihr einfach auf das Tier. Oder, ja gut, der Dodo hat ja keinen Sattel. Vielleicht zieht man es auch auf den Sattel. Und eben diese Menschen-Skins. Und ich muss sagen, ich finde die ziemlich nice. Also, gefällt mir. So, und wir könnten auch... Oh, das ist aber natürlich blöd mit der Frisur. Vielleicht muss man dann den Hut sichtbar machen. Weil das geht natürlich nicht. Machen wir mal ganz kurz Emotes. Machen den Hut sichtbar. Okay, wenn der Hut sichtbar ist, sieht man eure Haare nicht. Wenn der Hut nicht sichtbar ist, sieht man eure Haare oben drüber. Gut, bei der muss ich sagen, finde ich das Gesicht nicht so gut geworden. Irgendwie sieht Mund, Nase, ich weiß nicht, das sieht irgendwie seltsam aus, auch die Augen. Aber diese Haarsträhne, die Klamotten, die sie eben trägt, ziemlich cool. Ja, also wirklich ziemlich, ziemlich cool. Ja, wir können sie ja mal einen Emote machen lassen. Hier, komm. Ja, nicht schlecht. Das sind also die Dinge, die ihr bekommt. Wir können ja gleich nochmal nach Hause gehen und uns den Paraskin und vor allem den Dodo-Skin angucken. Ich mache jetzt allerdings meinen Hut wieder weg, weil ich finde diesen Pflanzenhut nicht so super cool. Habe ich dich jetzt auf Pfeifen gefolgt, gepfiffen? Will ich gar nicht. So. Ja, das ist das, was man eben dafür kriegt. Wie gesagt, wir gucken uns die anderen beiden natürlich auch nochmal an. Und ja, es gibt, wie gesagt, jeden Dienstag und jeden Donnerstag ein weiteres Explorer-Note. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht jedes Mal 4 Skins geben wird. Das ist wahrscheinlich jetzt nur beim ersten Mal so. Die anderen werden aber andere Tiere und menschliche Charaktere aus der Serie sein. Also man in dieser kleinen Cut-Sequenz, die man halt sich, wenn ihr euch die Arc News anmacht, da könnt ihr euch die nämlich ansehen, da sieht man viele andere Tiere in diesem Zeichentrick-Ding, aber in der, ich sag jetzt mal, realistischen Welt hier. Na, aber Zeichentrick-Tiere. Da ist auch ein Triceratops und ein Stego und ein Pronto dabei. Ein Raptor, ein Rex und sogar ein Giga. Alle in diesem Zeichentrick-Skin. Ich könnte mir vorstellen, dass man die eventuell alle bekommt. Man sieht auch einen Rockwell mit diesem Zeichentrick-Skin. Und ich kann mir aber vorstellen, dass es eventuell auch einen Gaius Nerva geben wird. Tatsächlich ist jetzt auch die erste Folge der Serie raus. Deswegen gibt es ja dieses ganze Drumherum. Und die kann man sich aber wohl nur in USA und in Kanada auf Paramount Plus angucken. Und allerdings haben sie ganz, ganz offiziell, ja, ohne dass ihr das irgendwie hacken oder leaken oder VPN-Tunnel oder sonst was benutzen müsst, könnt ihr euch, ich weiß noch nicht genau, wie lange es gilt, vielleicht 24 Stunden, vielleicht ist es noch nicht so spät, wenn ihr das hier seht, aber es steht, glaube ich, auch auf der ARK News-Seite, könnt ihr euch die erste Folge bei Twitch angucken. Ja, Paramount Plus hat auch einen Twitch-Account und da läuft die erste Folge in Dauerschleife. Und ich habe es mir angeguckt und ich muss sagen, die war nicht schlecht. Ein bisschen verwirrend war für mich, dass das Verhältnis zwischen Helena und Rockwell irgendwie ein anderes ist, als wir es aus den Explorer-Notes kennen. Da war das ja so, dass die sich eigentlich am Anfang sehr gut verstanden haben miteinander. Und in der Serie fängt es gleich damit an, dass Helena gefangen genommen wird von Gaius Nerva. Das ist ja laut Explorer Notes eigentlich erst ziemlich am Ende passiert. Aber ich will jetzt nicht zu viel spoilern. Also die ist schon nicht schlecht gemacht. Die hat halt so diesen leichten Anime-Touch. Ist jetzt eigentlich nicht so die Art und Weise, wie ich meine Zeichentrickfilme mag. Ich stehe da eher so auf die alten, also auf die wirklich alten klassischen Disney-Sachen, die wirklich noch handgemalt sind. Und relativ realistisch, ja klar haben die Tiere da auch alle große Augen und Klamotten an oder sonst irgendwas, aber trotzdem realistisch. Ne? Also ich mag das halt nicht, wenn so bei Figuren so die Augen so übertrieben groß dargestellt werden mit so einem Tränchen im Augenwinkel und die Nase dafür wegrationalisiert wird und die Münder irgendwie so permanent aufstehen und immer so hin und her wackeln und zucken und eigentlich gibt es gar keine richtige Bewegung von der Figur, sondern es wechselt einfach nur extrem schnell zwischen zwei Bildern, dass es so diesen flackernden Eindruck hat. Dieses typische Anime-Ding kann ich überhaupt nicht leiden. Ja, aber ganz so extrem ist es nicht. Also es ist schon eine Zeichentrickserie, es hat nur so einen leichten Anime-mäßigen Touch. Ja, also ich finde das hier ziemlich cool, muss sagen.
Sehr schön. Die haben es überhaupt nicht angekündigt, dass sie sowas machen. Dieses Event hier und diese Skins und so, war nichts davon war angekündigt. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich auch nice. Also mir ist es ehrlich gesagt lieber, sie kündigen gar nichts an und bringen überraschend irgendwas Cooles, als dass sie irgendwas ewig ankündigen und dann kommt es nicht. Ne? Also so wie das allererste Scorched Earth, die Erweiterung, die hatten sie überhaupt nicht angekündigt. Durch so ein paar zerrissene Explorer-Notes, da haben sie immer irgendwelche Bilder gezeigt, aber es war überhaupt nie die Rede davon, um was es ging. Man dachte einfach, da kommen ein paar neue Tiere auf die Island und dann kam gleich eine ganze neue Map. Mit dem Trailer war das Spiel auch tatsächlich dann draußen und da konnte sich einfach, was zumindest was das Datum und das Herausgeben angehen, konnte sich da echt keiner beschweren. Das Einzige, worüber man sich damals beschwert hat, ist, dass man einen Kauf-DLC rausbringt, bevor das Spiel fertig ist. Ja, aber egal. Hier drüben ist übrigens der Spino, der war Level 70 oder sie, deswegen steht sie hier auch, weil sie theoretisch ja Eier legen könnte. Kannst mir mal dein Fleisch geben. Ich habe dir noch überhaupt gar nicht gelevelt. Wir geben dir mal was auf Stamina. Das sollten schon mindestens 1000 sein. Ich habe leider keinen Sattel gefunden. Ich habe auch keinen Blueprint gefunden. Ich habe keine Lust, das zu lernen, weil ich weiß, dass ich mit dem eh nichts mache. Weil dafür ist er einfach nicht gut genug. So. Was ich allerdings auch gehört hatte bei irgendjemandem in einem Video, was ich ziemlich überraschend finde, ist, dass man wohl einen Carcharodontosaurier mit in die Tech-Höhle nehmen kann, also in den Vulkan. Ich weiß nicht, ob man die dann auch mit zum Bossfight nehmen kann, aber man kann den wohl in die Tech-Höhle mitnehmen. Und eigentlich ist der Carcharodontosaurier ja nicht viel kleiner, wenn überhaupt, ich glaube sogar gar nicht, als ein Giga. Aber ein Giga kannst du nicht mitnehmen. Das ist interessant, das ist eine News, das hätte ich nicht gedacht, aber okay, cool. Ich weiß nicht, ob es Absicht ist oder ob sie das demnächst wieder revidieren. Ich finde es auf jeden Fall nicht schlecht. So, okay, den Kram, den brauchen wir nicht. Die Narcotics packe ich erstmal weg, obwohl, naja, also wie gesagt, beim nächsten Mal, ich glaube, ich habe aber auch keine mehr, ne? Ne, wir müssen mal wieder welche machen. Beim nächsten Mal hätte ich jetzt gesagt, Quetzalzähne und oder Liopleurodon-Zähne. Wir gucken uns hier, ich habe die Paras, ich glaube, die habe ich draußen stehen. Und die Dodos definitiv auch, aber die Dodos habe ich mitgenommen. Obwohl, habe ich hier noch mehr Dodos? Ich habe die Dodos mitgenommen. Die sind in der anderen Base. Macht ja nichts. So, komm mal raus, wenn das irgendwie machbar ist. Na, sieht doch gut aus. Ich habe jetzt keine Lust, hier noch ein Dodo zu zähmen. Wir werden einfach dann nochmal in die andere Base fahren. So, Cosmetic. Dino Costume. Right. Ein bisschen dunkel hier. Machen wir das mal. So sieht der hier aus. Tatsächlich von der Farbe anders als der aus der Serie. Der aus der Serie hat die Farbe, die man im Skin auch sehen kann. Ne? Der sieht so aus. Beige, blau, rot. Und dieser hier, der sieht aber anders aus. Die sehen aber, glaube ich, alle so aus. Weil ich habe es ja schon bei anderen im Video gesehen. Und die waren auch irgendwie so grünlich-schwarz. Ja. Also wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt sozusagen die Folgen, die ihr seht, einfach nachspielen. Indem ihr jetzt die Helena auf ihrem Parasaurier spielt. Also die Belichtung ist echt krass. Also entweder es ist schwarz oder es ist halt plain farbig. Ja. Also das könnt ihr jetzt machen. Könnt ihr das selber nachspielen, wenn ihr dazu Lust habt. Genau. Ich gucke mir jetzt auch nochmal den Dodo an. Wie gesagt, ich könnte natürlich jetzt hier auch einen zähmen. Ich brauche hier aber keinen. Wir haben mehr als genug Dodo-Eier. Ziemlich cool. Ja, ansonsten beeinflusst der natürlich eure Tiere in keinster Weise. Ne? Das ist einfach wirklich nur die Optik. Ich persönlich finde die Zeichentrick-Optik nicht schlecht. Ich finde, die Sache mit Licht und Schatten funktioniert allerdings nicht so richtig gut. Also es ist einfach ein bisschen sehr, sehr düster. Geh mal da wieder rein in dein Loch. So. Ich werde allerdings auch den Skin nicht drauf lassen. Wir ziehen den wieder ab, packen den hier rein. Ihr findet das immer unter Cosmetics, ja. Wiegt ja auch nichts und nimmt, glaube ich, keinen Platz weg, weil ich meine, man kann unendlich viele Sachen da reinmachen. Okay, ich würde sagen, vielleicht nehmen wir einfach gleich den Tapajara. Und ich könnte ja auch schon mal irgendwelches Betäubungszeug mitnehmen. Dann sind wir schon mal präpariert. Obwohl, nee, ich muss auch Narkobären machen. Gut, das kann ich auch in einer anderen Base machen.
Der Ketzel frisst gelbe Kibbel, dann holen wir die also doch auch wieder zurück. Ich weiß jetzt nicht genau. Ich glaube, hier war tatsächlich irgendwo ein 100er Ketzel oder sowas. Ansonsten mal ganz kurz speichern. Keine Lust, das wieder zu irgendwie zum Absturz zu bringen. Sollten wir definitiv mitnehmen. Das hier ist das eher schlechtere Gewehr. Ich glaube, das andere habe ich wieder nach oben getan oder ist das in der anderen Base gelandet? Das andere ist ja auch nicht viel besser. Könnte man auch mal wieder reparieren. Wir können natürlich auch einfach beide mitnehmen. Für den Fall der Fälle, dass mir eins kaputt geht. Ja, ich lege jetzt auch bei dem Ketzerl nicht unbedingt Wert darauf, dass wir da ein möglichst hohes Level kriegen. Ich bin froh, wenn wir überhaupt irgendeinen kriegen. Ah, ich habe die alle verschossen und ich glaube, ich habe auch die anderen Darts verschossen. Ansonsten haben wir natürlich auch noch so unsere Betäubungspfeile. Kann man eben aufeinanderlegen, okay. Und wir könnten natürlich auch mal gucken, ob wir einen Ketzerl-Sattel haben. Für den Liopleurodon brauchen wir definitiv keinen. Für den würde ich aber auch nochmal hierher wiederkommen, weil alle meine Wassertiere sind hier. Und mein Taucheranzug ist auch hier. So, die Fliege hatten hier drüben. Ne? Wir hatten sogar Plesio. Ach nee, das sind die Wassertiere. Stimmt, nicht die Flugtiere. Gucken wir nochmal nach Quetzal. Okay, 41,7. Die können normale Sättel oder Plattformsättel haben. Ganz offensichtlich habe ich ausschließlich Plattformsättel gefunden. So, machen wir mal das Hut wieder an. Versuchen wir dich mal herzurufen. Ja, okay, hat einigermaßen funktioniert. Zack. So, dann fliege ich mit dem jetzt. Oh ja, du brauchst Ausdauer, Freundchen. Das ist eigentlich alles, was er braucht. Er muss lange fliegen können. Land mal kurz, damit er die wieder auflädt. Obwohl, Gewicht braucht er eigentlich auch. Verdammt. Weil den Scheiß kann ich auch einfach rausschmeißen. Das brauche ich nämlich nicht. Okay, dann fliege ich jetzt in die andere Base. Wir gucken uns nochmal den letzten Sattel an. Und falls wir auf dem Weg irgendwo Ketzel sehen, ich glaube, es sind immer so zwischen 3 und 5 oder so auf der Map. Weiß ich jetzt nicht mehr so ganz genau, aber es ist auf jeden Fall mehr als einer. Können wir uns die natürlich mal angucken. Und ja, klar, würde ich schon den besten nehmen, den ich hier finden kann. Ich meine, ich hätte schon mal einen mit Level 100 gesehen. Ich weiß aber nicht, ob der noch da ist. So, ich bin jetzt hier in meiner wunderschönen Ruinenbase. Das ist übrigens dieses Turmgebäude. Das weiß gar nicht, habt ihr das schon mal gesehen? Das ruckelt schon wieder. Also ich bin die ganze Zeit damit beschäftigt, irgendwelche Einstellungen umzustellen. Das ist noch leer, ne? Hier ist nichts drin, außer diesem Wasserreservoir, damit ich auch in meinem Garten genügend Wasser habe. Hier hatten wir ja diese Geheimtür eingebaut. Können wir natürlich auch wieder zumachen. Und hier kommen wir in den Garten. So, hier wächst auch das Gemüse ganz fleißig vor sich hin. Hier an dem Dach habe ich nichts mehr geändert. Hier konnten wir ja rein. Ich habe jetzt die Küche hier oben hingemacht. Ne? So ein Tisch, Stühle, Schreibtisch, Schreibtisch, Kühlschränke. Hier Räucherkammern. Und wenn man hier die Treppchen runtergeht, haben wir hier Grill und Kochtopf. Und alles ist eben ans Wasser angeschlossen. Außerdem habe ich hier eben von jeder Sorte Kibbeltier eins. Habt ihr überhaupt noch ein Herzchensymbol? Ja, habt ihr. Meine Tirizinos stehen noch hier. Meine Farmtiere. Und theoretisch der hier, aber der sammelt nicht sehr viel ein. Eben höchstens mal ein paar Eier von den Dodos. Und deswegen wissen wir haben hier definitiv auch welche. Das packen wir mal ganz schnell weg und dann gucken wir uns nochmal den Skin vom eigentlichen, vom Dodo an. Ne? So. Wo seid ihr denn? Achso, ich habe die da oben, ich habe die doch hier auf dieses Regalbrett gestellt. Genau, ich wollte, dass die möglichst wenig Platz wegnehmen. Weil ich auch da hochstellen wollte, das waren Troodons, aber die sind hier hinten beide in das Loch gefallen. So, machen wir das hier mal wieder aus. Wohl geht das dann, wenn ich das aushabe? Ja, doch, es geht. Wen haben wir denn hier? Das ist ein Tirizino. Das nützt mir jetzt nicht so viel. Lass mich mal bitte an Le Dodo. Costume. Plupp. Oh, der hat ja leuchtende Augen. Das ist ja heftig. Muss das so sein? Ja, so sieht auf jeden Fall der Dodo aus. Merkwürdig, dass er leuchtet. Vielleicht, weil dahinter die Lampe steht. Das kann natürlich sein. Ja, in der Serie auch sehr, sehr niedlich, der Dodo. Cool. Ich bin happy. Ich weiß jetzt nicht, wenn der Dodo stirbt und ich sammle das Ding nicht auf, ist es dann für immer weg oder habe ich es irgendwann, kriege ich es wieder?
Also ich nehme an, also wenn ich sterbe, sind die Sachen ja hier immer wieder da. Ne? Ich bin ja auch schon mal gestorben und ich habe den Kram ja auch behalten. Was das hier eigentlich heißen soll, verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Keine Ahnung. Vielleicht, wenn man irgendwelche Mods benutzt oder so. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, das ist auf jeden Fall das neue Event, auch mal wieder als Mod runterzuladen. Und ja, hier drüben ist übrigens, ich mache mal das Ding wieder an. Hier ist mein Zähmengehege. Ich habe jetzt hier mal das Tor rausgenommen, weil eigentlich kann von hier nichts und niemand reinkommen. Und wenn man dann hier runter geht, kommt man dann in diesen sehr hell beleuchteten Raum. Und wir haben hier auf jeder Seite vier Fenster und jeweils eine Klimaanlage drin. Weil mir auf beiden Seiten einmal so eine Rundumleuchte und einmal so ein Strahler, weil den hatte ich halt einfach noch, dass wenn ich hier irgendwelche Tiere ausbrüte, ich auch direkt in dem schönen Licht sehen kann, ob die vielleicht zum Beispiel farblich mutiert sind oder so. Und hier geht es theoretisch wieder raus in den Dschungel. Aber ja, deswegen auch mit Dino-Gate, da passen dann zumindest, wenn sie klein sind, alle Tiere durch. Und das hier hat ja auch eine entsprechende Höhe. Also ja, Rexe würde ich jetzt hier drin auch nicht zähmen oder züchten. Aber zum Beispiel dann später mal die Tirizinus oder sowas. Ich würde tatsächlich allerdings sagen, auch wenn das jetzt nicht so viel Spektakuläres war, dass die Folge an dieser Stelle wieder zu Ende ist. Wir wollen beim nächsten Mal eben versuchen, uns einen Quetzal und oder einen Liopleurodon zu zähmen. Müssen wir mal gucken. Also Liopleurodon muss man halt erstmal finden. Es hieß immer, es gibt nur einen auf der Map. Ich habe aber definitiv schon zwei gleichzeitig gesehen, deswegen kann das nicht stimmen. Also zumindest war es früher immer so, dass es hieß, es gibt nur einen und dann hatte ich doch öfter mal mehrere gesehen. Ja, und wie gesagt, wir können dann mal gucken, ob wir irgendwie unser Glück mit dem Quetzal probieren. Ansonsten würde ich mich an dieser Stelle verabschieden. Ihr könnt mir wie immer gerne ein Like da lassen und ein Abo für den Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Asa. Bis dann, ciao, ciao.